In diesem Teil geht es darum, wie kommen die Daten vom Controller zur View, wobei die Daten im Model sich befinden. Und hierzu ist es so, dass man, wenn man jetzt in den Artikel-Controller reingeht, da sehen wir ja das, dass man hier die Action haben oder Action Result rückgebend. Da wird während man der Controller durchläuft, die Aktion durchläuft, holt man sich Daten oder bildet man einen Datenteil und übergibt es in View als Parameter, als Object Model. Und in der Ausgabe selber, da macht man so, dass man vorne hier vorne mit Add Model, also mit einem kleinen M, das Datenmodell mit dazu holt, so dass dann quasi auch drin steht, das ist jetzt mein Modell von Artikel. Und man kann das dann anschließend eintippen, indem man dann quasi Model sagt und dann also mit großer M und dann wird das quasi mit angezeigt. So. Zweite Weise, wie man das machen kann, ist das, dass diese Übergabe von den Daten, die erfolgt immer über ein View Data, also der Block, den man innen übergibt, der ist eh immer eine View Data Collection. Und das heißt, machen wir hier mal Stopp. Das heißt, dass man eigentlich auch das so eingeben kann, dass man sagt, okay, ich habe eine View Data, und ich übergebe mein Modell, das ich während der Laufzeit erstelle oder mir hole, also Runtime-Datensatz. Diese Ergebnisse, die füge ich in die View Data ein. Und man sieht hier, wenn ich einfach drüber gehe, steht drin, View Data ist vom Typ View Data Dictionary. Und das gibt man dann, wenn ich dann auf der anderen Seite bin, also wenn dann die View, Return View ist, dann wird in der View, ich hole das auch mal gerade noch dazu, in der View muss man jetzt die View Data überholen. Also so, das sind ja diese View Data. Wenn ich vielleicht auch nochmal hier nochmal drauf drüber gehe. Da kann ich sagen, View Data, dann eckige Klammer. Ich mache eine View Data Collection und die wird benannt mit Artikel. Und dem weise ich mein jetziges Modell zu, meine jetzigen Daten. Damit ich diese Artikel, also so ist es ja benannt, damit ich das dann wieder habe, ich kann das ja irgendwie benennen, muss ich es auf der anderen Seite wiederholen. Und dieses Wiederholen ist ein bisschen kompliziert. Und zwar muss man da eigentlich auch mit Umwandlung das Ganze machen. Man muss also sagen, das vom Typ Artikel ein View Data, also man muss ein Casting machen auf Artikel und muss sagen, wenn du das hast, dann kannst du davor den Title nehmen. Ich habe jetzt das im Datenmodell ist bei uns eins, das heißt Title. Ein Teil. Ist relativ komplex, deswegen kann man diese Schreibweise, ist auch nicht so sicher, wenn jetzt hier jemand was anderes reinschreibt, dann stimmt das Ganze nicht mehr. Deswegen kann man das eigentlich nicht so unbedingt empfehlen. Empfohlen wird eigentlich immer, kann man sagen, nach wie vor, dass man das Model oben einbindet und dann anschließend sich das Modell zeigt. Dann gab es noch eine dritte Weise über ein Viewbag, das wurde eingefügt mit ASP.NET MVC. Das läuft dann so, dass man sagt, okay, man nimmt hier Viewbag Artikel, also man sagt hier im Controller, schreibt man Viewbag. Schreibt einfach Viewbag und da wird ein dynamisch, quasi so wie wir es vorher mit Hochkomma gehabt haben, kann man jetzt was übergeben und das wird diese Artikelposition wird zur Laufzeit gebildet und die kann ich dann auf der anderen Seite mit Viewbag Artikel abholen. Also ich gehe hier in meinen Controller, habe das hier gebildet und im Dings hole ich das ab mit Add Viewbag und erscheint schon. Und jetzt ist das ja dynamisch. Ich kann jetzt hier reinschreiben, was ich will.
dann zeigt keine Fehler an. Ich muss hier natürlich wissen, dass es Artikel ist. Und dann habe ich das zur Ansicht. Es ist also dynamisch gebildet. Insofern ist es natürlich auch sehr fehleranfällig. Am besten ist immer noch so, dass man oben das Model einbindet und deswegen dann anschließend hier das Model als solches zur Verfügung hat. Das waren jetzt diese drei Möglichkeiten, wie man es einfügen kann. Und empfehlen kann man aber eigentlich nur das, dass man es so macht, dass man es hier als Parameter übergibt. Und anschließend ist es, bindet man oben im Interview das Datenmodell an und zeigt sich dann anschließend an.